Hallo und willkommen zurück zu Horizon Forbidden West. So, großartige Dinge warten auf uns. Welche das sind, das schauen wir uns jetzt mal an. Also, der Langhals, den können wir noch nicht besteigen. Pharaohs Grab. Ah, da müssen wir wieder zur etwas aufgedrehten Alva oder ein bisschen komischen Alva. Begib dich nach Schluchtrand. Wofür denn das? Kann ich mal eine Quest hier deaktivieren? So, Felswacht, Rebellenlager. Das können wir ausschalten. Das war doch nicht das ganz Schlimme, oder? Ich glaube nicht. Also, Wegpunkt setzen. Vielleicht war es das ganz Schlimme. Lagerfeuer reisen. So, muss ja, hab wieder paar Tage Spielpause gehabt. Hab gerade meinen Motorradführerschein gemacht diese Woche. Also diese Woche war Prüfung. Und dann habe ich ein paar Motorradtouren gemacht. Deswegen hat es ein paar Tage jetzt keine Zock-Action in jeglicher Form gegeben. Muss ich mich erstmal wieder einspielen und orientieren. Also da ist ein Rebellenlager. Ich habe das Gefühl, wir werden auf den Sack bekommen. Aber das wäre zumindest eine Lektion, die wir gelernt hätten. Scan. Ja, sieht gar nicht so wild aus. Ich dachte, das war das Große mit dem Elefanten. Obwohl, das haben wir ja eigentlich auch hinbekommen. Ja, da kriegst du auch nochmal eine Narbe. Hey. Ich wurde entdeckt. Ja, das glaube ich auch. Ich hab doch extra neue Waffen. Großer Fehler. Wieso großer Fehler? Ich finde, das ist nur ein mittelgroßer Fehler. So, jetzt schön auf die Rübe. Nein, kein Feuer frei. Wo seid ihr denn schon wieder? Da ist einer. Und sagt nichts. Glaub's ja nicht. Das hat nicht viel gebracht, oder? Kommt schon. In die Fräse. Okay, wieso machen die gerade keinen Schaden? Okay, der hat Schaden gemacht. Nein, lass mich in Ruhe. Pflanzen muss ich nicht aufsammeln. Und du triffst ja auch nicht da hinten. Boah, das hat sie aber irgendwie auch gut weggesteckt. Da ist ja noch einer. Oder? Wo bist du hin, Kollege? Ich bin hier. Ich bin drin. Sieht aus wie eine Art. Die haben mir aber ordentlich zugesetzt gerade. Wir lassen sie nicht weg. Gut, dass ihr mich nicht weglasst. Komm schon. Nur weil ich jetzt Motorrad fahren kann, heißt es auch nicht, dass ich nicht mehr treffen kann. Weg mit der Rübe. Ah, scheiße. Muss ausweichen. 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 Und Munition nachcraften. Au! Wieso hat der immer so ein cooles leuchtendes Schwert und ich habe hier nur so ein langweiliges Stück Bogen? Bist du tot? Das ist aber sehr dramatisch gewesen. Ich will mir. Wollt ihr mir? Au! Ich habe letztes Mal schon gesagt, nicht mehrere auf einmal. Kann mich da gar nicht konzentrieren. Nein. Sie soll büßen. Boah. Also meine Aim-Hand rüttelt noch ein bisschen nach von der vom Motorradfahren. Da treffe ich ja gerade gar nicht. Au! Ja. Das hätt's gleich machen können. Hey, wo bist du hin? Bisschen dunkel heute. Glaub auch, weil von außen die Sonne direkt auf meinen Monitor scheint. Das kann nicht gut sein. Für die Sichtbarkeit. Na komm. Nicht immer verstecken. Wieso versteckt ihr euch immer? Ein alter Schlüssel. Ja. Was der wohl aufschließt? Bestimmt eine alte Truhe. Wo seid ihr, Leute? Ich sehe ja nichts. Da ist noch einer. So. Hi. Ja, ich habe auch einen Bogen. Boah, ist der ausgewichen. Was war das denn für ein Move? Tja. Jetzt kann er nicht mehr ausweichen. Ich denke, das hilft. So, da unten ist noch jemand. Da oben vielleicht auch. Oder bist du die Letzte?
Ja, bringt dir halt nichts, so dämlich rumzuhüpfen. Ich warte einfach länger und schieß daneben. Guter Helm. Schade, dass ich den abgeschossen habe, was? So, wo ist denn der Rest von euch Pappnasen? Ich glaube, da unten war zumindest was. Und... ich muss hier hin, na gut. Dann hören wir mal auf die freundliche Dame. Wo immer sie auch sein mag, irgendwo hier. Kommt spielen. Oh, was ist denn das? Nur ein Greifpunkt. Und das ist eine alte Vorratskiste. Na gut, damit kann ich nicht so viel anfangen. Hui. Ich hätte es wissen müssen. Habe ich nicht Granaten? Ja, ich habe Granaten. Entschuldigung. Gegen Regala. Boah. Der macht ganz schön Schaden. Na gut. Ich hätte auch die drei Pfeile mal verwenden können. Boah. Das funktioniert dann schon wieder deutlich besser. Hör doch mit dem Feuer auf. Sonst verletzt sich noch jemand. Hauptsächlich du. Na, siehst du, hast jetzt davon. Ich habe tatsächlich alle Heilpflanzen verbraucht. Habt ihr gemeint, ich muss ein bisschen reinkommen. So. Heilende Kräuter. Heilende Euter. Oh ne, ein Rebellensoldat. Mit einem alten Klangspiel. Wieso ist das ein Klangspiel und es gibt trotzdem Schlüssel? Vielleicht wissen die nicht, was ein Schlüsselbund ist. Keine Ahnung. So. Damit halte ich durch. Das ist doch schön. So, ich nehme hier alles, was euch gehört. Ihr müsst jetzt aber auch mal rauskommen. Oder ist es noch eure Ziege? Nee, das glaube ich nicht. So. Was ist denn das? Ja, Kühlsaftkanister. Ja. Jetzt macht euch doch mal ein bisschen... bisschen sichtbarer. Hallo? Irgendwer noch da? Anführer wurde besiegt. Oh, da unten gibt es eine Konsole. Aber oben gibt es erstmal Loot. Ich glaube, das ist wichtiger. Die Konsole kann zumindest nicht weglaufen. Was machen die hier? Weiß ich nicht. Sterben gleich, würde ich sagen. Jo, schön den Kühlsaft draufschlürfen. Ich mag Kühlsaft. Ey, Leute, das wollte ich doch gar nicht. Lass los. Ein Bunker. Ob sie wohl in den hinein wollten? Die sind doch da drin. Sieht verschlossen aus. Vielleicht ich hab doch einen Schlüssel. Ja. Mal sehen, was die Rebellen so sorgfältig beschützen. Das würde mich auch interessieren. Söhne des Prometheus. Hi, du Sohn. Du warst nicht wachsam. Du entkommst. Ich entkomme? Will ich gar nicht. Alarm. Hey. Nein. Vernichtet sie. Nein. Ein Pfeil für dich, Nora. Ich habe genügend Pfeile. Obwohl, die sind mir ja tatsächlich ausgegangen. Alles okay. Friss das! Aha. Oh. Gut. Gut angegriffen. Hier sieht es aus wie eine Art Lagerstätte. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Nein, hör auf mit deinem Feuer. Danke. Man muss nur freundlich nachfragen. Ich hab sie verloren. Ich bin hier. Wo bist du? Die leich mir aus. Ja. Jetzt wird dir eingeheizt. Wo bist denn du? Jetzt mache ich dich fertig. Wenn ich dich sehe, mache ich dich fertig. Da bist du doch. Da bist du doch. Flammenwerfer. Ja, gut. Dann haben wir hier einmal einen Lootbehälter. Und dahinter eine Kiste. Sehr schön. Sehr viele Augen wieder drin. Und dann
Boah, keine Ahnung, was sie hier gemacht haben. Da sind ja nochmal Leute. Wo kommen die denn wieder her? Offenbar waren die Söhne des Prometheus auch hier. Ja, die haben wir gerade ausgeschalten. So, ich bin ein bisschen desorientiert. Was bist du? Datenkonsole. Holografisch. Aha. Muss ich hier unten noch was machen? Das sieht relativ fertig tatsächlich aus. Ah, da kommen. Wir kriegen Gesellschaft. Ich sehe sie. Da. Ich sehe euch auch. Mal sehen, was ich damit machen kann. Flambieren. Nein! Mein Flambier-Instrument ist leer. Dich hat's tatsächlich erwischt. Ich hab doch extra Zeitlupe, damit ich treffe. Ja. Damit hat sie nicht gerechnet. So. Wenigstens haben die ein paar Metallscherben für mich. Ich denke tatsächlich... Nachrichtengerät, okay. Muss ich damit noch was machen? Einfaches Gerät für Einwegkommunikation. Ich untersuch's mal. Sieht kompliziert aus. An die Ingenieure und Agenten der Söhne des Prometheus. Ah, da bin ich nicht gemeint. Mir ist Nuren zu Ohren gekommen. Gejammere über die Tenakt, die Arbeit, die Bedingungen. Verlorene Gliedmaßen, wenn jemand unachtsam mit einer Maschine war. Das verstehe ich. Es war ein langer Weg. Wir haben gelitten. Wir werden weiter leiden. Natürlich werdet ihr das. Diese Allianz wird uns zum Ziel führen. Versprochen. Glaube ich nicht. Du hättest fliehen sollen. Blut. Ebenso wie all ihre Kollaborateure in der Garten Schmerz. Und im Anrecht. Also seid still. Denkt nicht an den Schmerz. Und denkt immer daran. Die Abrechnung wird kommen. Ja, aber für euch. Die Gene des Prometheus auf Blut aus. Und die Kaja sind ihr Ziel. So möglich. Mal sehen, was sonst noch hier drin ist. Ja, da ist doch was. Energiezelle. Ja, sieht gut aus. Sie haben mit Energiezellen der alten Welt experimentiert. Hier drin ist ein riesiger Vorrat davon. Wahrscheinlich haben sie das gemacht, weiter geht's. Da wurde ich kurz abgelenkt. Muss ich noch was scannen? Ja, wahrscheinlich. Da kommt doch noch jemand, oder? Hallo? Noch jemand da? Vielleicht sollte ich mal den Gesundheitstrank zu mir nehmen. Ist zwar teuer, aber warum nicht? Ja, Pläne untersuchen. Ich glaube, hier wurde der Plan gemacht. Sie sind voller Waffenbaupläne. Ja, vielleicht können die Phasen nicht ausschalten. Keiner davon vollständig. Also wollen die Söhne des Prometheus anhand von uralter Technologie Waffen bauen. Ja, bestimmt klingt doch gut. Sie Silence beim Bau derjenigen, die den Zenith töteten. Ja, das wollte ich doch gerade sagen. Jetzt richtig formuliert. Diese Energiezellen. Aber sie scheinen noch nicht alles entschlüsselt zu haben. Ja, Pech für die. Wenn ich die Zelle destabilisiere, bewirkt die Explosion eine Kettenreaktion und sprengt den Bunker weg. Okay. Kein Bunker, keine Energiezellen, keine neuen Waffen. Okay. Mach mal das mal. Ich hoffe, wir kommen davor raus. Oh, mir bleiben nur Sekunden, um hier rauszukommen, bevor alles hochgeht. Nichts wie weg. Lass mich doch laufen. Also. Die Kerle bauen so schnell keine gruseligen neuen Waffen mehr. Das war jetzt eine leichte Explosion. Hat mir mehr erhofft, tatsächlich. Schau mal hier. Heilende Kräuter, ich werde nicht mehr. Davon brauche ich doch heute so viele. So, was ist da noch? Neuer Datenpunkt. Also graben die Rebellen tatsächlich nach Schrott aus der alten Welt. Ja, anscheinend. Weiß ich doch nicht. Heilende Beere. Heilende Beere. Heilende Kiste. Was war denn da unten noch? Bunkertür, da kommen wir gerade, glaube ich, her. Oder kommen wir... Ich bin verwirrt. Wieso bin ich so leicht verwirrt heute? So, haben wir hier noch eine Kiste mit Marken? Ich glaube, nein. So, dann schauen wir kurz mal hin. Zählt das als abgeschlossen? Ja, auf jeden Fall.
Wunderbar, da haben wir eine unbekannte Reliktruine, da haben wir eine Brutstätte. Die Sintflut und was verloren war. Ah, das ist die Quest, wo er seinen Arm irgendwie zurückbekommt. Brennspeer, nee, brauche ich nicht. Rebellenaußenposten, das klingt gut. Mach mal noch einen Rebellenplatt. So, eine Schnellreise nach hier. Ja, ja, Schlafmatten haben wir genug dabei. Na komm, lade, sonst muss ich das ja auch nochmal schneiden. Ich sollte in Reichweite sein. Nein, ich will das nicht ausrichten. Hast du jetzt gespeichert oder nicht? Speicher doch mal. Was ist los mit den Triggern heute? Die triggern mich. So, jetzt. Jetzt haben wir es geschafft. Alles so mühsam heute. So. Oh, da ist eine Statue oder was das ist. Keine Ahnung. Hui. Ah. Haben wir es nicht geschafft, ohne feucht zu werden. Naja, was soll's. So, da haben wir noch Gesundheitstränke und ich wäre gar nicht so unglücklich. Erstmal über das Reinholz. Ganz, ganz viel. Ich glaube, da sind sogar die Vorräte im Lager etwas erschöpft. Werden wir gleich sehen. Gut, mit erschöpft meine ich, dass wir nur noch 300, 400 im Überfluss haben. Ja. Ja, 500 im Überfluss. Dann war es doch nicht so erschöpft. Dann bin's nur ich. So, die Biere will ich aber. Und noch mehr Bieren. Was bist du? Ne, wieder eine Gans. Sieht ein bisschen aus. Ne, eher Geier. Weiß der Geier, was hier los ist? Ja, mehr Hellpflanzen. Keine Stachelhalme. Egal, wie knackig die sind. Da sind doch noch welche. Und ich glaube, ich höre schon meine Gegner. Ganz schön am Rumkreischen. Bin doch noch gar nicht in der Nähe. Ach, das sind hier die Piepmatze. Ja. Ja. Müsst ihr euch immer so echauffieren. Nur 10 Schaden gemacht. Das finde ich uncool. Nein. Lass mich mit deinem Plasma in Ruhe. Auch wenn das natürlich sehr elegant ist, wie er das macht. Nein, was ist... Achso, das ist der andere. Friss das! Und nochmal. Also irgendwie hatte ich mir vorgestellt, dass die Waffen mehr Schaden machen. Ja gut, treffen muss ich selbst, aber der Rest... Voll an Flügel. Na, ja, das ging zumindest. Vielleicht muss ich auch hier die Waffen noch upgraden. Ich glaube, das habe ich so ziemlich gar nicht gemacht. Oder die haben einfach eine hohe Stufe. Schau mal gleich nochmal nach. Stufe 20. Nee, es liegt nicht an ihrer Stufe. Und Schnabel. Oh. Schnabel. Zumindest Vorderkopf. Komm. Jetzt aber. In die Fräse. Du lebst ja immer noch. Okay. Das hat sich in Wohlgefallen aufgelöst. So, und der andere hat anscheinend nicht genügend. Aha. Hab doch getroffen. Hab ja... Ich sollte es mir nicht selber jinxen. Also mir nicht selber versauen. Indem ich sage, haha, ich habe getroffen und dann haut mal erstmal 3 Pfeile daneben. So. Leuchtsprenger. Ich mag Leuchtsprenger für gewöhnlich. Ah, der springt doch gar nichts. Was bringt der jetzt? Muss der an Bauteile ran oder... Also Schaden macht er nicht wirklich. Vielleicht war es der, der nur zum Abspringen gut ist. Obwohl zum Abspringen ist auch das gut. So. Schauen wir mal. Ja, würde sagen, das ist
Ein Schnabel weniger für ihn, ein Schnabel mehr für mich. So, je nachdem, wo er denn hingefallen ist, sehe ich jetzt auch nicht mehr, was war da unten. Da unten läuft was rum. Was läuft denn da unten mit der Hä? Bin ich doof? Nö, da ist eine. Wer kreischt denn? Ich habe doch alles abgeschalten. Okay. Einmal das. Und dann wird zumindest hell. Jetzt sehe ich auch mal die Hellpflanzen. Da ist noch so eine schöne Springkröte. Oder Salamander-Echse, was auch immer. Chukawalla, meinte ich doch. Es lag mir auf der Zunge. Und Aloy wird es nachher wirklich auf der Zunge liegen. Ich glaube, das ist unser Abendessen. Obwohl, da ist ein besseres Abendessen. Und was zum Geier ist hier los? So, habt ihr schönes Zeug für mich? Ja. Du ja, du nein. Schade. Dann war dein Tod irgendwie sinnlos. So, schön die Pflanzen aufsammeln und dann den Rebellen ordentlich aufs Maul geben. Haben wir genügend, was ist denn? Achso, pulverisierender Stachelwerfer. Das klingt doch vernünftig. So, die füllen wir auch wieder auf. Die will ich unbedingt mal ausprobieren. Und hier, ja, ja, bla bla bla. Leuchtspeer. Obwohl, der muss auch richtig viel Schaden machen. Ich weiß nicht, was da los war. Zumindest von dem, was dran steht, 92 Schaden. Das ist schon einiges. Was ist denn da überhaupt ausgewählt? Alles gesperrt. Noch ja. Ein Rebellenaußenposten. Ich ja. Dachte, hier gäbe es einen. Ich sollte den Anführer erledigen. Ja, mach mal. So, Scharfschussbogen. Scharfschuss, Ziel. Hey, Augen auf. Der hat gesessen. Hat sich bewegt. Offensichtlich waren Klauen und scharfe Zähne nicht genug. Hä, wieso hatte ich keinen stillen Schlag? Hier drüben! Ich sehe nix. Und Feuer frei! Das ist ja wirklich feuerfrei, was du da machst. Dann klebt man dich mal fest. Klebe! Mist. Kleb! Boah, wie viel ich daneben schieße. Ich glaub's ja nicht. Komm schon, du Krallenschreiterchen. Bleib stehen. Wo ist dein Besatzungspersonal hin? Ah, da unten. Man soll nie mit Feuer spucken. Aber irgendwie habe ich doch das Gefühl, die machen nicht so viel Schaden. Vielleicht treffe ich auch nicht die empfindlichen Stellen. Aber trotzdem. Irgendwie wird. Okay. Das war eine empfindliche Stelle. Ja, oben ist einer. Der mag bestimmt keinen Scharfschutzbogen. Doch. Ging eigentlich. Komm schon. Los, helfen. Nicht helfen. Direkter Schädeltreffer. Jetzt hört schon auf zu suchen. Schnö, die sollen weitersuchen. Zu urteilen ist dieser Soldat der Anführer. Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich doch auch. Und du bist ein Haustier. Nee, ganz ehrlich, wogegen bist du allergisch? Gegen Löschwasser wahrscheinlich. Keine Falle? Fortgeschrittene Sprengfalle? Na, dann komm mal hier. Ich bin draufgegangen. Ich hab doch noch Heilung gedrückt. Ah, man soll sich einfach nicht so oft treffen lassen, wie ich das gerade tue. Ich hab's gewusst. Na gut, jetzt aber mit neuem Elan. Und vielleicht mit einer besseren Strategie. Mit ein paar mehr Pfeilen. Weniger Kleb. Das müsste eigentlich jetzt gut funktionieren. Vor allem gegen den Anführer.
Wo ist er denn? Außenposten. Ich dachte, hier gäbe es einen. Wenn ich den Anführer töte, zieht der Rest sich vielleicht zurück. Ja, das ist der Plan. So, schön. Schön viele Hellpflanzen. Anscheinend brauche ich die heute. Hey, da war eine fette Ratte. Ein Kaninchen. Nabelschwein. Also die Biosphäre funktioniert doch. Guck, da ist der Anführer. Jetzt ist er tot. Oh, ich mag mein primitives Maschinengewehr. Komm schon. Gut, der ist tot. Und die sind gleich tot. Ich hab dich im Visier. Ich hab dich auch im Visier. Sprengfalle. Komm her. Put. Wieso bist du denn abgestiegen? War so viel sicherer auf deinem Kompagnon da. Wen denn? Und Sprengfalle. Wird doch bestimmt mal jemand wieder rauskommen. Da bist du. Bist aber schön getarnt. Ja, dein Kopf tut bestimmt ziemlich weh. Jetzt ist der Schmerz vorbei. Zumindest das Schlimmste. Jo, jetzt. Alles gut bei mir, danke. Nein. Ich doch nicht. Sehr gut, die sind dabei. Ich bin auch dabei. Alle sind dabei. Einmal Falle entschärft. Mein Plan war eigentlich, dass der Krallenschreiter zurückkommt. Ich bin doch nur einer. Ich halte dich auf. Ich glaube nicht, dass ihr mich aufhaltet. Aber ihr könnt es versuchen. Bienen erschießen. Bist du tot? Du bist noch nicht tot. Wird was dran ändern. Nein, ihr werdet mich nicht verlieren. Ich bleib hier, bis ihr weg seid. So, einmal durchsuchen. 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 Beziehungsweise aufheben. Ein Vorrat schadet nie. Ja. Das ist doch ganz meine Rede. Ganz meine Rede. So. Ein Himmelsgleiter. Pflanze. So, da oben liegt der arme Anführer. Der hat es diesmal nicht wirklich kommen sehen, nachdem er mich letztes Mal einfach so ausgeschalten hat. Doc Takes. Wie ich gedacht habe. Die kann ich doch bestimmt irgendwie eintauschen. Zeitnah. Haben wir ja irgendwie auch freigeschalten. Wart kurz, ich habe keine Munition. Du magst doch wirklich kein Löschwasser, oder? Ich würde sagen, das ist ein Nein. Wie gefällt dir das, gelöscht zu werden? Ups. Anscheinend nicht sehr gut. Was für eine Stufe bist du? 22. Und nur schwach gegen Löschwasser, okay? Ja. Da schreist du recht. Wird der letzte Schrei. Zumindest was dich angeht. Mehr Löschwasser. Wer hat gelöscht? Au. Also wegen dem Vieh nochmal drauf zu gehen, hatte ich jetzt eigentlich nicht vor. Au. Was für ein fieses Ding. Aber wirklich, mein Schadenspotenzial fehlt mir gerade noch ein bisschen. Auf den Schwanz. Nochmal. Die Luft ist rein. Hoffentlich bleibt das auch so. Ja, natürlich. Wer auf den Schwanz schießt, hat immer Glück. So, ist das jetzt abgeschlossen, oder? Was habe ich denn aufgehoben? Also ein Minenwerfer. Dann brauche ich gerade nicht. Da ist Grünglanz, so wie es aussieht. Ein ganzer Klumpen. So, da ist nur ein Greifpunkt. Da ist eine Taube. Oder was auch immer. Ist da nochmal Grünglanz? Nö. Sieht nur so aus. War tatsächlich eine Taube. Schön Taubenfleisch. Lecker Bieren. Ist das jetzt abgeschlossen? Ja.
Das nenne ich abgeschlossen. Brutstätte Gemini. Da war man eigentlich schon Blut für Blut. Eröffnung der Arena. Noch ein Rebellenaußenposten. Reliktruinen. Reisender Händler, da war man ja. Da haben wir theoretisch gutes Zeug bekommen. Hoffentlich ist es wirklich gut. Was ist denn das nochmal? Überwachungsdrohne. Und was war das? Okay, nur die Drohne. Metallblume. Ja, die können wir ja inzwischen auch fällen, öffnen. Freundlich nachfragen. So, hier muss man nicht unbedingt hin. Was haben wir hier? Der Durchbruch. Was musste ich da nochmal machen? Ich habe keine Ahnung. Gehen wir mal hier zum Durchbruch. Warum nicht? Das wird mein großer Durchbruch. Ah, ich hätte auch einfach zum Lagerfeuer gehen können. Naja. Jetzt ist es schon mal so. Einmal fortfahren und dann speichern. Obwohl, speichert ja bestimmt automatisch nach einer Schnellreise. Durchbruch, Durchbruch. Was war denn da beim Tunnel nochmal so besonders? Und was leuchtet da? Außer der Geier natürlich. Genau das habe ich von meinem Geier gebraucht. Du bist was? Ein verschleierndes Omen schon wieder. Wenn ich das treffe. Und du bist ein normaler Spitzenausspürer, was auch immer. Komm schon, stiller Schlag. Stiller Schlag. Stiller Schlag. Voll in den Hintern rein. Ja, er hat's kommen sehen. So, nehme ich alles mit. Und dann schießt man noch ein paar schöne Vögel ab. Und Nabelschwein. Hey, das ist noch ein bisschen weiter gerannt, als ich's gedacht habe. Ist egal. Wir haben ja alles getroffen. So, hier ist ein Unterschlupf. Wäre die Frage, ob wir hier unser Zeug direkt verbessern können. Gibt ja meistens eine Werkbank. Und Zeit vergehen lassen bis zum nächsten Morgen. Wäre vielleicht auch nicht schlecht. Je nachdem, wie spät es gerade ist. 19 Stunden bis zum Morgen. Das klingt doch gut. Da ist wieder so eine Schnappschildkröte vor uns. Ist das so eine Schildkröte? Keine Ahnung, es ist fett. Es ist genauso fett wie ich. Werkbank benutzen, Waffen-Upgrades, mein normaler Bogen, bitte. Nein, den kann ich nicht upgraden. Was fehlt dir denn? Rollrücken, Hammerschweif und Pirscher-Tarngenerator. Super. Wo soll ich das denn hinbekommen? Das kann ich upgraden. Leuchtsprenger, Scharfschussbogen, ja, warum nicht? Upgrade! Mal ein bisschen mehr Schaden hier. Ja, gut. Und Überspannschaden. Und der braucht Grünglanz irgendwas. Hier meine Maschinenpistole auch noch upgraden. Sehr gut, akzeptieren. Und ich glaube, hierfür erstellen wir uns einfach Aufgaben. Aufgabe erstellen. Pirscher-Tarngenerator und Rollrücken-Hammerschweif. Dann Hammers, ja. So, dann einmal auf die Karte wahrscheinlich den Durchbruch wieder markieren. Das andere findet man schon. Feuer-Dornrücken-Areal. Ja, eigentlich der Durchbruch. Ja, liegt wohl nur auf dem Weg. Da war ich ein bisschen irritiert. Ganz schön dünig hier. Ich hoffe, da kommt kein Sandwurm. Langhals haben wir schon. So, da unten liegen Behälter mit wertvollen Teilen. Ja, hier mit der Beute. Und tschüss. Seid jetzt wieder auf euch gestellt, ihr Dornrücken. So, da ist ein Lagerfeuer. Wieso sind wir da nicht hier hingerissen? Gereist. Lager nirgendwo. Hi. Her mit dem Gerücht. Du solltest nicht so tief in die Wüste gehen. Besonders nicht nach Südwesten. Doch, jetzt werde ich es besonders tun. Speer hat dort echt fiese Tenakt gesehen.
diejenigen, die Maschinen zählen. Ach, das ist kein Problem. Er hat gerade so überlebt. Ja, dann wird's nicht so schwierig sein. Danke, du olle Plaudertasche. So, ich hoffe, du hast Gutes. Ja, ja, so freundlich. Du hast ja nur Scheiße zum Kaufen. Hast du Rohstoffe, die ich brauche? Nö, nicht wirklich. Ich frag mich, was sie so weit in der Wüste machen. Sammeln, würde ich mal sagen. Hallo. Nö, da hat niemand eine Quest für mich. Auf geht's zum Tunnel. Ja, würde ich tatsächlich sagen, das ist ein Tunnel. Und das ist ein Nabelschwein, das wir noch erlegen müssen. Ne, komm schon. Ja. Der Pfeil wäre eigentlich auch noch gut. Hätte ich gern aufgehoben. Boah. Das war ein robuster Geier. Ich muss ihn räumen, damit Porgufs Trupp zurück nach Osten kann. Wieso muss ich den räumen? Räumen von Gegnern oder... Was ist denn das? Alter Motorraum. Muss man doch bestimmt wieder looten. Da ist ein Flugschreiber. Da sind Trümmer. Ja. Aber keine Blockade oder Spur des vermissten Trupps. Es ist merkwürdig. Hallo? Den Feuerglimmer müsste ich sprengen können. Ja, ich denk mal. Warum jetzt damit aufhören? Hui. Weg hier. Löse eine Kettenreaktion aus. Mhm. Gute Kettenreaktion. Wo kamen schon wieder die Robo-Geräusche her? Waren doch direkt in meiner Umgebung. So. Und zieh! Wir werden auch immer stärker. Hier drin lebt noch jemand. Hi, lebst du noch? Also du lebst weg. Noch. Ich dachte, ich träume. Nein, was nein. Du halluzinierst vielleicht ein bisschen. Die Welt erschauderte. Ja, was soll sie sonst tun? Ich hab's nicht gesehen. Die Karawane. Wir rannten alle. Ja, ist ja gut. Du bist jetzt in Sicherheit. Krabbelte hierher. Konnte nicht entkommen. Kam jemand raus und fand die erste Karawane. Nein. Ja, das hat jemand. Echt? Das ist schon so lange her. Wenigstens bin ich nicht allein. Nein, nein, ich muss aber kurz weiter. Ist sie jetzt gestorben? Liegt da Monate rum, nippelt mich ab, kaum komme ich vorbei. Ich glaube, das liegt an meinem Gesicht. Den vermissten Trupp angegriffen. Ich beeile mich lieber. Natürlich beeilen wir uns. Aber nur mit dem Looten. So. Ja, die Vorratskiste, Datenpunkt, paar Steine auf die Rübe bekomme auch. Was ist da? Aufbrechen? Aber immer doch, sind das Luftschächte. Und durchsuchen. Und durchsuchen. Ich sagte doch durchsuchen, alles nie. Und ducken. Der Klang gefällt mir gar nicht. Was ist denn das? Hierfür gibt es etwas Besseres als Feuer. Besseres als Feuer? Was ist denn das? Extremes Feuer? Ja. Wir lebten hier drin noch. Muss ja jetzt auch nicht alles hier wirklich aufsammeln. Es macht schon Sinn. Warum hätten sie es sonst da versteckt? Okay, das ist nur was Grünes. Dafür bücke ich mich normalerweise nicht. So, was haben wir hier? Ein Diadem. Okay, alter Ring. Noch irgendein Flugschreiber. Was seid ihr? Spitzenstachelschnauze. Seid ihr der Schrecken? Horgus vermisst der Expedition. Anscheinend haben die Gräber sie erwischt. Ja, macht den Eindruck. Komm schon. Geh drauf. Geh drauf. Weiß nicht auf was, aber tu's. Wie
Krieger. Und ihr seid da oben allergisch gegen Plasma. Plasma stecken, Kollegen. So. Und abschießen. Und... Mist. Die Maschinen bekommen Verstärkung. Von wem? Ist doch gut, haben wir mehr Maschinen zum Töten. So, noch ein Gräber. Ich bin ja so ein kleiner Grabräuber, deswegen passt das schon. Irgendwas ist rechts von mir, das gefällt mir nicht. Was ist denn da rechts von mir? Au. Hallo? Nur Loot? Damit komme ich klar. Nein! Nimm die Falle wieder auf! Dankeschön. Dankeschön, Aloy. So, dann erstmal looten. Ah. Plasma. Plasma, Plasma, Plasma. Ja, eine davon haben wir bekommen. Sie sagte, eine Art Schrecken hätte sie angegriffen. Ich glaube, die Gräber waren es nicht. Ja. Irgendwie hatte ich auch den Eindruck, dass da noch was Schlimmeres lauert. Hier werden sie ja siegen. So. Vielleicht sind es die Steine, die von oben fallen. Braucht nur einen davon leicht auf den Schädel zu bekommen und dann ist aus für die Welt. Egal. Looten ist trotzdem noch drin. Hui. Wo seid ihr denn? Hallo? Diesen Schub sollte ich mit dem Zugwerfer beseitigen können. Ja, warum auch immer du so stark bist. Und nochmal, nochmal. Schön aus der Bandscheibe hieven. Anders geht es ja gar nicht. Ja. Spuren vernebeln braucht man eigentlich nicht. Nein. Nein, Aloy. Nein. Was immer du machst, lass das. Will doch nur das ziehen. Und... Hätten wir uns beinahe wirklich selber ausgenockt. Und das war dauerhaft. Irgendwas aufgescheucht. Klingt, als käme es von weiter drin. Aloy, ich will es tatsächlich nicht unbedingt rausfinden. Hallo. Schnell weg hier. Da scheint es rauszugehen. Wow. Was ist jetzt los? Ein Sound ist weg? Irgendwie? Ein Steinbrecher. Er muss die Osseram auf dem Weg hindurch angegriffen haben. Was denn? Lange keinen Steinbrecher mehr gesehen. Steinbrecher? Immer noch fies und hässlich. Also so hässlich finde ich die gar nicht. Schwach gegen Frost und Schock. Hier, werd geschockt. Die Maschine ist bewegungsunfähig. Noch einmal greifen und Volltreffer. Lad nach. Na gut. Müssen wir die wohl erstmal ein bisschen drangsalieren. Da lohnt sich doch... Au! Komm schon. Heilung! Hier direkt an die Nüstern da oben. Ja! Ich liebe diesen Pfeiltipp. War auch schon im ersten Teil so. Viel zu lange nicht verwendet hier. Nein! Man muss allerdings treffen. Ist der einzige Nachteil für mich. Komm schon. Habe ich getroffen? Glaube, ich habe nicht getroffen. Komm schon. Ziel doch. Na, Scheibenkleister. Hast du noch was Interessantes hier? Vielleicht in den Patscherchen? Nö. Patscherchen. Na also. Ich will deinen Rückenmark. Also irgendwie sehr unbeeindruckt. Und die brauchen echt lange zum Craften.
Komm doch raus. Nicht unter mir. Ich wollte doch die Sprengfalle aufstellen. Ja, komm hier. War es das? Nee, der lebt noch. Der lebt ja noch. Na gut. Irgendwas werden wir ihm noch abschießen müssen. Vielleicht das da. Ja. Nein, nicht getroffen. Ja. Ausgeschalten. Dieser Steinweicher wird niemandem mehr Schwierigkeiten machen. Die Osterer müssen von Osten in die Schlucht gekommen sein. Ja. Das sehe ich mir mal an. Wieso? Ich dachte, wir sind fertig. So, das muss man noch einsammeln. Schön einsammeln. Wozu haben wir uns sonst die ganze Mühe gemacht? Da hinten ist noch so ein Ding. Zugang zur Ostseite der Schlucht, okay. Was ist da? Steinbrecher irgendwas. Überristchen. Ah, ein Geier war das. Merkwürdig. Hab ich doch gar nicht umgeschossen. Also zumindest den nicht. Da ist eine Grabenklaue. Weiß nicht, wie wertvoll die ist. Oh, episch. Nehme ich doch gern mit. Und dann... Hammersklopp hier. Dann auf zur Schlucht. Ist hier sonst noch was Interessantes, außer das Fieder, das da leicht ohnmächtig geworden ist. Und da unten gibt es halt noch den Flugschreiber, was auch immer da drin stehen mag. Auf den Wagen müssen die Vorräte sein, die der zweite Trupp bringen sollte. Porguf meinte, seine Kassette müsste darunter sein. Möglich. Kann mich nicht mehr dran erinnern, wenn ich ehrlich bin. Das ist schon länger her. Ist jemand zu Hause? Hallo, Echo. Die Wand ist wohl beim Angriff des Steinbrechers eingestürzt. Und hat die Osseram in der Schlucht eingesperrt. Der Rest muss in den westlichen Tunnel gerannt sein. Okay. Auf die Seite zu kommen. Wenn ich das hier sprenge, dann ist das ein Weg hier. Ach so, ja, das wollte ich ja sprengen. Porguf sollte das erfahren. Na gut, dann soll er es irgendwann erfahren. Ich schaue mich hier aber nochmal kurz um. So, was haben wir da? Eine gesicherte Tür. Wozu denn das? Ich will doch einfach nur durch. Eine Art Code, um die Tür zu öffnen. Ich sehe mich mal um. Vielleicht finde ich etwas. Eins, zwei... Scheiße. Mist. Nicht der richtige Code. Ja, das dachte ich mir. Irgendwo noch ein Datenpunkt. Steinbarriere. Und hier konnte ich was aufnehmen? Hallo? Bestimmt noch ein Stein oder sowas. Da steht bestimmt der Code drin. In Notizbuch ansehen. Ist doch 2054. Wusste ich doch, dass er hier rumliegen muss. Also 2054, 2054, 2054. Ich hab's schon wieder vergessen. Nee, 2054. Na gut, das geben wir dann noch ein und schauen mal, was darunter ist. Hoffentlich was sehr Wertvolles. 20... Oh, was soll denn das? Das ist das nicht. Ich überprüfe 20... mal meine Datenpunkte. 5, okay. 4. Nicht leicht zu treffen. Nur ein Tresor. Mit so mittelgutem Zeug drin. Naja, wenigstens ein Silberbarren. Ist der Silberstreif am Horizont. So, hier ist ein Ausgang. Ich bin wohl wieder im Niemandsland. Ja. Jetzt kann ich mich ungehinderter bewegen. Warum können wir uns jetzt ungehinderter bewegen? Fand ich davor auch nicht so schlecht. Unbekannte Schreckflügel. Was ist denn Schreckflügel? Ach, die Fledermäuse da. Wo sind wir denn überhaupt kartenmäßig gesehen? Wollt doch zum Lagerfeuer. Ah, ist auf dem Weg. Wegpunkt ist gesetzt. Ah. Da ist es und sagt nichts. Nicht mal auf dem HUD wird's angezeigt. Achso, wir müssen die Kassette noch holen.
Hab ich natürlich jetzt vollkommen verpeilt. Und kehre zu Pogruf zurück. 50 Meter. Nein, du sollst doch da durch. Hab ich echt die Kassette? Ja, ich hab sie nicht aufgehoben. Und da war doch kein Marker dran. Hallo? Sag nicht, dass du da oben bist. Sieht ein bisschen so aus. Hier unten? Er hier unten. Ihr habt doch keine Ahnung. Kühlsaftfass. Haben wir sie? Glaub, wir haben sie. Nee, Kassette beschaffen. So, die markieren. Doch, das da unten? Kann doch nicht sein. Ich bin noch im Suchbereich. Da hinten. Denke ich mal. Ah, den Loot haben wir auch nicht. Den können wir hier nicht zurücklassen. Hier damit. Osseram Försterin. Nicht jedermanns Sache. Das ist nur ein Datenpunkt, nichts zu untersuchen, oder? Da hinten ist was? Auch nichts Wichtiges. Anscheinend nicht. Die werden doch nicht echt da oben sein, oder? Nein, da wollte ich gar nicht hin, Aloy. Da unten ist halt der Wegmarker. Warum? Weil es die Mitte vom Suchbereich ist? Ich bin irritiert. Ich bin öfter irritiert, aber jetzt bin ich auch irritiert. Ich sollte sie zu Das würde ich aber auch sagen. So, dann eine Schnellreise. Schnellreise auf jeden Fall. Können wir die Quest noch abgeben. Erhalten hoffentlich was Schönes. Ja, Mahlzeit euch auch. So. Hallo. Wie läuft's mit dem Tunnel? Ach, der war das. Den Rest des Trupps gefunden. Tot. Eine Person lebte noch. Zumindest eine Zeit lang. 30 Sekunden. Sie wurden auf dem Weg hindurch von einem Steinbrecher attackiert. Die Armen. Das Stöbererleben kann schnell enden. Doch das ist eine der schlimmsten Arten. Tja, würde ich auch den Steinbrecher behaupten. Habe ich erledigt. Der Weg ist wieder frei. Haha, ich wusste, du schaffst es. Ich habe auch nie an mir gezweifelt. Du hast nicht vielleicht meine Kassette gefunden. Doch, oder? Natürlich. Ich habe extra lange danach gesucht. Licht im Dunkel. Gibt's etwas, das du nicht kannst? Nein. Ich schätze nicht. Scheitern. Scheitern kann ich nicht. Zufrieden. Hier, dein versprochener Lohn. Nach Beseitigung der Gefahr lasse ich den Tunnel abstützen und aufräumen. Dann rufe ich einen anderen Trupp und bringe die Expedition richtig in Schwung. Super, freut mich. Vorwärts zur Grabung. Tschüss. Ich weiß nicht, wo ich die fehlenden Teile finden kann. Hast du was Neues? Nicht jetzt. Nein, doch kein Gerücht, ich wollte was kaufen. Dann hören wir es uns an. Ich wäre nach Zackentiefe im Osten gegangen, anstatt herzukommen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Die Expedition wurde zwar von den Kaja geleitet, aber ich hätte immerhin im Niemandsland bleiben können. Neben einem See voll alter Relikte, einer schönen Aussicht und ohne Tenakt im Nacken. Ah, das hört sich nach dem Paradies an. Ja, schön durchhalten. Ein Tag nach dem anderen. Na gut, ich... Jetzt hört mal alle auf zu brabbeln. Ich würde sagen, das reicht schon für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.